Wenn man in der 93. Freitagabend in Babelsberg ausgleicht, also 23, dann ist man hochzufrieden. Vorneweg, bevor ich was zum Spiel sage, sorry an Babelsberg und an Cem und seine Kollegen, weil ich einfach dort ja, in die Coaching-Zone gerannt bin, den Ball geholt habe aus der Emotion aus dem 90. und dann auch noch aufs Feld gesprintet bin nach dem Ausgleich. Das ist respektlos, aber mir ist einfach aus mir rausgebrochen, die Freude über diesen Lastenmittel-Ausgleich. Die Jungs haben mich belohnt und wenn ich auf der anderen Seite gestanden hätte, hätte es mich wahrscheinlich angekotzt als gegnerischer Trainer, deswegen sorry nochmal. War überhaupt nicht in Richtung Babelsberg gemeint, war einfach nur zu meinen Jungs. Ich wollte ihnen einfach ausdrücken, wie stolz ich auf sie bin und mich mit ihnen gemeinsam freuen. Und deswegen habe ich dort alles versucht, für sie herauszuholen. Dort, ich bin jung, muss noch lernen, einfach vielleicht gelassener damit umzugehen, aber genauso wie meine Jungs bin ich halt auch noch im Lernsystem und hoffe ich, dass ich das dann besser in den Griff bekomme zum Spiel. Unser Plan ging eigentlich auf, alles gut, und dann kriegen wir so ein dämliches Standardtor, wo wir haben die ganze Woche, glaube ich, nur über Andi Schala geredet, über die Kopfballstärke. Wahrscheinlich hätte ich nicht machen sollen, und dann köpft er genau das Ding so ein, wie wir es 10-mal im Video gezeigt haben. Rückschlag, und dann hatten wir vor dem Spiel schon gesagt, mal gucken, wie weit wir sind in der Saison. In Nordhausen haben wir nach diesem Rückschlag dann noch weitere 4 Gegentreffer kassiert und sind dann uns zusammengefallen. Ja, und heute haben wir gezeigt, dass wir lernen und haben dementsprechend auch ins Spiel zurückgefunden. Meiner Meinung nach eine bockstarke zweite Halbzeit gespielt klar, ein, zwei Chancen des Gegners zugelassen nach Kontern. Das ist nicht zu vermeiden bei der individuellen Qualität, aber wir haben es geschafft, das Spiel immer wieder in die Hälfte des Gegners zu verlagern. Uns reihenweise auch gute Abschlusssituationen erspielt, 2 Hochkaräter gehabt, einen Pfostenschuss. Und dass natürlich dann der Ball so am Ende dort reinrutscht, ist bezeichnend. So ein abgefälschter Schuss in der 93. war genau das, was wir gebraucht haben. Auswärts unentschieden gespielt, hochzufrieden. Die Jungs haben einen super Job gemacht. So macht Fußball Spaß. Als Sicht des Trainers, der den Ausgleich schießt, als Heimtrainer kann ich es verstehen, dass man natürlich den Kanal voll hat nach so einem Spiel.